Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 8. Hat ziemlich scheiße gespielt, die letzten beiden Spiele. Hatten eine sehr lange Pause gemacht. Habe über alles nachgedacht. Ich war richtig angepisst über mich selbst. Habe eine lange Pause gemacht. Habe gemerkt, dass das Wochenende doch auch tiefer in meinen Knochen steckt, als ich gedacht hätte. Und habe deswegen eine extrem lange Pause gemacht. Habe einen schönen heißen Earl Grey getrunken vor Stunden, der mich aber trotzdem wach gemacht hatte. Und jetzt ist es so spät, dass ich wahrscheinlich jetzt noch zwei Aufnahmen mache. Also bis es jetzt noch vier Spiele macht, damit ich halt nur noch 10 Spiele übrig habe und die restlichen 10 Spiele dann morgen mache am Montag. Und ja, jetzt werde ich einfach so. Ach ja, ich wollte nochmal gucken, ob es einen preiswerten Torhüter gibt. Und jetzt werde ich quasi versuchen, mit neuer Konzentration, neuer Einstellung wenigstens noch 4 Spiele zu machen heute. Und werde jetzt die letzten 14 Spiele so angehen, als wenn ich ein Top-100-Spieler wäre. Ich will jedes Spiel gewinnen. Ich kann theoretischerweise jedes Spiel gewinnen. Und ich werde versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Punkt. Einfach total optimistisch rangehen und versuchen, das Beste abzurufen. Und jetzt noch alle 14 Spiele gewinnen und 19 Siege raushauen. Von daher, mal schauen, wie weit es geht. Jetzt schauen wir erstmal ganz schnell allgemein, ob es irgendwie einen krasseren Torhüter gibt als Donnarumma, was ich nicht glaube. Deswegen werden wir den wahrscheinlich mit Love kaufen. Und wenn ich jetzt hier keinen normalen finde, will ich mal gucken, was ein Buffon und ein Handanovic kostet. Buffon wird überhaupt nicht bezahlbar sein, aber ich denke auch Handanovic wird viel zu teuer sein. Dann schauen wir mal. Okay, wir haben einen Szczęsny. Oh, da hat der auch 87 Reflexe. Hat ja auch geile Werte. Was ist denn los in dieser Calcio A, dass die diese Low-Torhüter alle haben mit diesen mega krassen Werten teilweise? Das sind, wie gesagt, 87 Reflexe für einen 82er Torhüter. What? Ist halt auch gut. Ja, Donnarumma kennen wir, dieses Beast. Perin auch, dieses Beast. Viviano, der hat super ausgeglichene Werte, ist nicht wirklich krass für einen 82er. Reina hat auch super ausgeglichene Werte, hat halt vor allem einen riesigen Abschlagwert mit 82, den ich überhaupt nicht brauche. Da gute Pepe, deswegen werden wir den. Ja, ich denke, das war's, ne? Gibt sonst keine anderen Torhüter. Jetzt haben wir alle gesehen, die da in dem Preissegment liegen. Und danach kommt, glaube ich, nur noch Handanovic und Buffon. Und die werden halt beide unbezahlbar sein. Zumindest momentan. Vielleicht kann ich mir sogar theoretischerweise Handanovic leisten mit 83.000, aber werde ich natürlich nicht. Oh, Buffon kostet 92.000. 87.000? 87.000 war der preiswerteste. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ihn deutlich teurer eingeschätzt. Und jetzt schauen wir direkt mal, was Handanovic kostet. Dann wird der ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, maximal 70.000 kosten. What? 45, 44. Wie gesagt, ich leiste ihn mir trotzdem nicht, weil es viel zu teuer ist für den Torhüter momentan zumindest noch. Und wenn irgendwie eine Info rauskommt von irgendeinem dieser kleineren krassen Torhüter, Donnarumma, Perin etc., dann werden die halt auch ganz schnell billiger sein als Handanovic und trotzdem geiler. Deswegen hat halt sehr aussichtliche Werte mit 87 Hechten, Reflexen, Ballsicherheit, Positionsspiel. Sehr geile Werte eigentlich. Und wie gesagt, geht eigentlich auch für einen 87er Torhüter der Preis, aber ich bin jetzt noch nicht bereit, das zu bezahlen. Da halte ich mein Geld noch zusammen. Jetzt gebe ich es falsch ein. Donnarumma. Mal gucken, was der normal kostet und mal gucken, was er mit den Chemistry Style Glove kostet. Da kostet wahrscheinlich nichts weiter, weil es gibt so viele gute Torhüter in der Calcio A. 2,5. Oh! Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ihn eher auf 2000 oder so geschätzt. Er ist wahrscheinlich der beliebteste Torhüter, denke ich mal. So, 2,6 habe ich da gesehen. Also wird wahrscheinlich 2,6 das billigste sein. Ja, gibt's zweimal mit jeweils 6 Verträgen. 2,6 ist das billige. Ich weiß leider gar nicht, was Glove kostet, aber ich guck mal, was es jetzt der billigste ist mit Glove. 4, 5, 3000. Ich wette mit euch. Okay, 2,6 oder 3000. Das sind nur 400 Coins mehr. Und er hat aber auch nur noch 2 Verträge. Ich wette mit euch, Glove ist gar nicht mal so teuer. Wir gucken aber als erstes nach, ob es einen Shadow gibt, weil den brauche ich. Oh, komm schon. Ach nein, ist meine Scheiß-Beobachtenliste wieder voll, wie mir das auf den Sack geht, Mann. Wer, es ist dann kein Shadow mehr da, wenn ich die geleert habe. Sondern diesmal nicht mehr den falschen Knopf drücken, dass ich wieder alle zuteilen muss, sondern. So. Jetzt ist wieder Platz. Nee, es war falsch. Oh, bitte lass noch Shadow da sein. Ich habe keinen Shadow mehr. Ist auch da. Okay, dann kaufe ich mir direkt 3.
Weil die kosten eh immer 5000 und ich bin froh, wenn ich auch nicht zuweisen. Fuck. Ich bin froh, wenn ich die im Verein habe. Deswegen kaufe ich mir jetzt auch direkt drei. Ich meine, es sind einfach mal 15.000 Coins weg. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch drei Shadows brauchen in FIFA 18 und die sind teilweise nicht so einfach zu bekommen. Hunter hatte ich noch gar nicht dieses Jahr. Deswegen gucke ich auch mal, ob ein Hunter da ist. Die sind meistens noch seltener. What ist denn gerade los? Da habe ich ja gerade eine gute Zeit erwischt. Da kaufe ich mir nur zwei, weil ich brauche nicht so oft Hunter. Ich habe echt selten Hunter benutzt in FIFA 17. Deswegen nehme ich da erstmal nur zwei, falls ich zwei bekomme. Also zwei werde ich mit Sicherheit verbrauchen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt keinen mehr bekomme, weil alle weggekauft sind. Ah, den gibt's noch. So, zwei reicht. 25.000 ausgegeben. Einfach nur für beschissene Champions League Styles, weil die so kacke teuer sind, ne? Jetzt schauen wir nach Gloves. Soll aber deutlich preiswerter sein. Ich denke mal 1000 oder so. Oder unter 1000. 1,3 habe ich gerade gesehen. Gehen wir mal 1100 ein. 900. Was? 900 ist das Billigste? Aber auch schon Ewigkeiten auf dem Markt. Sind nur noch 26 Minuten da. Krass. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt nicht noch einen kaufen, oder? Was ist jetzt das zweitbilligste? Ah, noch einer für 900, okay. Krass. Was ist denn da los? Gut, dann kaufen wir uns ihn. Wieso habe ich mir jetzt Glove gekauft? Es wäre billiger gewesen. Naja, Glove brauchen wir eh irgendwann, aber Donnarumma, dann können wir ihn auch für 3000 holen, wenn es ihn jetzt nicht noch billiger gibt als 2,6. Oh. Zweimal für 2,6 und haben halt sechs Verträge. Okay, dann schauen wir nochmal nach Glove. 3000. Der hat zwar nur zwei Verträge, aber es ist trotzdem preiswerter, ihn mit 3000 zu nehmen. Weil ich sonst 3,5 bezahle, wenn ich den mit 2,6 kaufe und dann Glove drauf knall mit 900 Kosten, dann bezahle ich ja 3,5 insgesamt. So bezahle ich 3000. Auch wenn er jetzt nur zwei Verträge hat, also es preiswerter, ihm die Vertragskarte so zu geben. So, und jetzt spielen wir. Ich bin schon wieder müde, verdammt noch, weil es schon so spät ist. Aber ich will wenigstens zwei Aufnahmen machen, auch wenn jetzt vielleicht alle vier Spiele. Ich verliere ja nicht. Ich spiele ja wie ein Top 100-Spieler. Ich gehe davon aus, jedes Spiel zu gewinnen. Vor allem die nächsten vier, was soll's. Von daher, auch wenn ich vielleicht ein bisschen müde bin, wird das gar kein Problem werden für mich. So, jetzt müsste ja Donnarumma noch geiler sein, weil jetzt Hechten, Ballsicherheit und Positionsspiel geboostet wird, was ja vorher nicht der Fall war. Dann fangen wir mal an. So, in your face, let's go. Ach, ich hätte noch mal gucken können, ob es einen preiswerten Mustachio mit. Mache ich jetzt auch. Mache ich jetzt auch. Mache ich jetzt auch. Einen preiswerten Mustachio gibt mit Anker. Ich will den endlich mit Anker haben. Mustachio, verdammt nochmal. Hat kein T drin. Wie oft denn noch? Aber auch wie gesagt, auf jeden Fall Anker. Shadow ist da verschwendet. 5000 ist viel zu teuer. Wie gesagt, ich glaube, mehr als 3000 will ich nicht ausgeben. Sonst kann ich auch einfach rein theoretischerweise mein Musacho Anker geben, aber will ich eigentlich nicht. Oder? Hab ich noch Anker theoretischerweise da? Ja, komm, scheiß drauf, ich gebe ihm das jetzt einfach. Damit wird er besser, damit stehe ich besser in der Verteidigung, damit gewinne ich meine Spiele. Ich will jetzt jedes Spiel gewinnen, in your face, also los. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach, jetzt geht's los. So, wir gewinnen das Spiel, weil ich sehr gut spielen werde, sehr konzentriert spielen werde, in der Abwehr perfekt stehe und nach vorne meine Chancen nutze. Ihr werdet sehen. Ich werde so viele Tore schießen in der ersten Halbzeit, dass der Gegner abbricht. Vor Wut. Positiv denken. Okay, was hat er da am Sturm? Hunter zweimal, also wird man wahrscheinlich schnell sein. Ich gehe mal auf Defensiv. Das macht mir ein bisschen Angst, dass da beide Spieler Hunter haben. Der linke Flügel und der Stürmer. Die sind, glaube ich, von Haus aus nicht ganz so schnell, deswegen gibt denen der Hunter. Die sind dann logischerweise auch abschlussstark. So, und jetzt konzentrieren wir uns. Schöner Pass auf Philippe. Schade. Macht er gut.
Dann war er eigentlich schon durch. Dann war er eigentlich schon durch. Da haben wir Glück, war gut gespielt, aber gerade dann diesen letzten Pass, den konnte ich auf jeden Fall nicht verteidigen. Ich hätte vorher, denke ich, schon versuchen sollen, den Ball zu bekommen. Schön gemacht mit Philippe. Sehr gut. Gegner spielt gut, das kann ich jetzt schon sagen. Er spielt anstrengend, vor allem im Angriff hat er bisher anstrengend gespielt. Mit seinen Pässen. Das war eine blöde Annahme von El Shaarawy, schade. Weil er verliert die Ballkontrolle. Da ist Lichtsteiner glücklicherweise schnell genug. Versucht auch viel den Raum zuzumachen, die Anspielstation zu decken. Ja, presst aber auch mit zwei Spielern. Das macht dann natürlich Räume auf. Und bekommt die Ecke. Ein bisschen blöd gespielt mit El Shaarawy, aber da haben wir Glück, dass er da uns die Ecke schenkt. Was? Oh, ich dachte, wir bekommen den. Man hat sein Berberspin auch nicht so viel gebracht, weil er dadurch viel zu viel Tempo verloren hat. Läuft auch immer direkt zurück, um dann eine bessere Möglichkeit zu haben, um wie gesagt gerade im Mittelfeld auch die Einspielstation zuzumachen. Ich glaube, gegen ihn wird auch in erster Linie ein schnelles Passspiel von Vorteil sein. Elfmeter, krass, war glaube ich kein Elfmeter. Aber es verdient, ich spiele gut, Top 100 Spieler, logisch. Ich glaube, wie groß hier wieder der Spieler aussieht im Vergleich zum Schiri, ist so krass. Aber wie gesagt, ich glaube, das war kein Elfmeter, wir schauen uns das nochmal an. Ja doch, er grätscht halt einfach dann den anderen Spieler um. Es ist ein Elfmeter, regeltechnisch. Es ist natürlich ein bisschen unsinnig gelaufen, aber im echten Leben wäre es genauso. Wenn da der Spieler einfach so dumm reingrätscht und den anderen umreißt, dann ist es halt so. So, okay. Nach rechts geguckt und dann rechts angetäuscht und links geschossen mit Gulam. Sehr schön. Ich glaube, er hat auch genau darauf geachtet, wo ich hinschaue. Und da ist er da hingesprungen. Und dann macht Gulam, der Außenverteidiger im Übrigen, geht auch direkt auf sehr defensiv. Machte Rossi eigentlich gut, schade. Macht er auch wieder gut. Dann stehe ich, dachte ich meiner Meinung nach, komplett im Schuss drin, aber irgendwie hat er mich trotzdem nicht getroffen. Ich muss ganz schnell das zweite Tor machen, weil er spielt im Angriff gut und es wird schwierig zu verteidigen sein. Er macht hier irgendwie nicht richtig zu, deswegen kann ich kurz spielen. Schade. Doppelt schade. Kein Foul. Okay, das hätte ich jetzt eher als Foul gesehen. Das haben wir schön gemacht, weil da haben wir nämlich direkt den Berberspin unterbrochen. Hier, da geht dann immer so aggressiv nochmal drauf. Am besten noch mit zwei Spielern. Dadurch bekommt er dann nämlich Probleme und das hat er krass gemacht. Also das war wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass er da noch einen Fuß reinbekommt. Das war riskant, muss ich zugeben.
Och Mann, da fault er uns halb und dann kommen wir noch mit einem Ball, scheiß Ball ran. Schön gemacht mit Strootmann. Versuche es mal ein bisschen mehr über die Mitte zu spielen, weil ich jetzt viel über außen gegangen bin. Ja, ich glaube ich. Scheiße, ich dachte, er geht rein. Hätte ich aber generell schon selber auf Higuain spielen sollen. Mit Brozovic nochmal nicht versuchen zu schießen. Hat mir dann erst aufgefallen, als ich halt schon geschossen habe. Sehr gut, dass er den Ball abgefangen bekommen. Aber durch sein Pressing macht es mir echt verdammt schwer, hier einen Konter aufzuziehen. Den schnellen. Das war schön rausgespielt. Das war schön rausgespielt. Das war wirklich schön rausgespielt. Ach, wie gern werde ich sehen, dass mal wieder funktionieren würde. Aber ich weiß nicht, wann das klappt. Ich glaube, da müssen mehrere hinter einem herlaufen. Dann geht das. Mindestens zwei, glaube ich. Und da war sogar noch getunnelt. So, jetzt müssen wir ganz schnell das dritte Tor hinterher schmeißen, weil, wie gesagt, der Spieler ist wirklich gut im Angriff. Nur meinem Top 100 Defending Style ist es hier zu verdanken, dass ich bisher noch kein Gegentor gefressen habe, logischerweise. Wir machen jetzt schnell Top 100 Style. Okay, von den Chancen her, ich würde sagen, wir sind auch der bessere Spieler, obwohl der Gegner nicht schlecht ist. Aber gut, wir sind halt auch ein Top 100 Spieler und der Gegner nicht, denke ich mal. Deswegen werden wir jetzt hier auch das 3-0 hinterherlegen und dann bricht er vielleicht ab. Oh, das war ein Stellungsfehler von mir, muss ich leider zugeben. Aufpassen, dass ich nicht zu aggro gegen ihn verteidige. Problem bei ihm ist halt, dass es sehr schwer ist, eine optimale Mischung zu finden zwischen abwartendem und aggressivem Verteidigen. Das ist wirklich sehr schwer, wie ich finde. Oh, krass gemacht von Gulam. Och, beschissen gemacht. Von Gulam oder halt von mir, je nachdem. Ich habe den Pass gespielt, aber ich hätte gedacht, dass Gulam ihn da auch ohne Probleme an den Mann bringt. Ja, es war blöd. Hätte ich versuchen müssen, schon eher ranzugehen. Es war auch wieder dumm verteidigt von mir. Das habe ich halt gemeint mit dieser Mischung aus. Defensiv oder abwartenden und aggressiven Verteidigen, das ist halt wirklich schwer. Das war halt gerade zu defensiv, also zu passiv, nicht defensiv, zu passiv verteidigt, definitiv. Und natürlich soll er ganz hoch gehen auf El Shaarawy, der komplett blank ist. Fuck. Macht er gut. Ich sag ja, es wird unglaublich schwer, ihn so zu verteidigen, dass er kein Tor schießt. Aber es macht nichts. 2-1 kann passieren. Jetzt machen wir einfach das 3-1. Das war halt auch wieder ultra schwer zu verteidigen. Er ist wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen. Er macht das alles gut. Bis sehr gut. Abgefälscht, Lackertor, aber ich hab's euch gesagt. Ach nee, abseits, scheiße. Ach, ich wollte gerade zum großen Jubel einsetzen und dann das. Schön gemacht mit Higuain, der hier auch nach hinten arbeitet.
Mann, lass doch mal bitte meine Distanzschüsse durchkommen. Hat er gesagt, ich lasse ihn da in Ruhe schießen, hat er sich geirrt. Er lässt mich ja auch nie aus der Distanz schießen. Oh, wenn ich es da schaffe, nochmal auf El-Sharabi zu spielen, schade. Das war auch super ärgerlich. Das auch, da war Rossi eigentlich schon dran. Krasse Parade von Donnarumma, muss man sagen. Aber auch da war es wieder sehr schwer. Benatia, ein bisschen hüftsteif, muss ich sagen. Der war da ein Grund dafür, warum es irgendwie nicht so geklappt hat mit der Drehung, wie ich mir das vorgestellt habe. Fällt mir gerade ein, ich könnte mal Lemar einwechseln. Das ist eigentlich ein Spiel, wo ich jetzt hier gut neue Kräfte brauche. Ich glaube nämlich, El-Sharabi ist ziemlich platt. Eigentlich mit hoher Druck, meine Leute gehen so weit weg. Ja, ich nehme mal El-Sharabi raus. Der hat eigentlich jetzt viel geleistet. Ich spiele gerade sehr viel über ihn. Ich werde wahrscheinlich nur noch über Philipp Andersen spielen, aber egal. Schön von Benatia. Du Scheiße. Bitte lass jetzt kein Tor fallen. Das wäre also meine Schuld gewesen. Das habe ich gut gemacht mit Strootmann. Schade. Nein, abseits. Oh, Scheiße. Weil dieser abgeprallte Ball kam. Dann war er dann leider schon weg. Dem Ballgewinn hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war wieder blöd von mir getribbelt. Das war blöd von ihm gepasst. 82. Da sollte ich eigentlich mal den Abwehrriegel reinmachen. Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld durch diesen scheiß Ballverlust. Egal, dann machen wir jetzt halt das 3-2. Wir haben 2-0 geführt und wir werden, wie gesagt, kein 2-0 mehr verlieren. Also kein Spiel mehr verlieren, wo wir 2-0 geführt haben. Punkt. Bitte abseits. Oh nein, es gibt wirklich dieses Locker 3-2 und er gewinnt noch. Fickt euch! Nicht ihr, die zuhört, sondern ich weiß nicht wer, ich weiß es nicht. Warum muss ich denn schon wieder verlieren, nachdem ich 2-0 führe? Das gibt's doch nicht! Mann! Das war's. Fuck! Och, das kotzt mich so an. Wieso verliere ich das denn schon wieder? Ich hab doch gut gespielt. Aber leider wieder gerade dann das 3-2 und vielleicht auch beim 2-2. Aber ich denke vor allem beim 3-2. Das 3-2 hätte nicht sein müssen. Oh, ich verstehe das nicht. Fuck you, Mann. Was ist denn hier los? Mann, schon wieder 2-0 geführt und verloren. Das gibt's doch nicht. Ich meine, der Gegner war wirklich gut in der Offensive. Habe ich auch gesagt die ganze Zeit. Aber trotzdem. Oh, fuck.
Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mit 2-0 oder 3-0 gedreht zu haben. Ich habe jetzt schon 2-2-0 alleine in dieser Weekend League verloren. Ich habe ein 3-0 verloren. So eine Scheiße, Mann. Meine ganzen guten Absichten und Vorsätze sind schon wieder komplett für den Arsch, ey. Aber egal, wir gewinnen jetzt die restlichen 13 Spiele. So ein Scheiß, so ein Elender. Hab echt gut gespielt gegen den. Er hat gut gespielt, er hat sehr gut angegriffen. Er war auch nicht schlecht in der Verteidigung. Wir haben unsere zwei Tore geschossen. Wir führen 2-0. Oh, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Mann. Irgendeinen, wen nehmen wir jetzt zum Wechseln? Nehmen wir den Stürmer hier. So eine Scheiße, Mann. Ach so, wir haben ja gar keinen Leihspieler. Ja, scheiß auf Sandro Wagner jetzt, würde ich sagen. Wobei ich halt schon gerne wissen würde, wie Sandro. Egal, wir können ja auch in der später weiter testen. Ich nehme jetzt erstmal Aubameyang. Mann! Dieser elende Dreck! Ich hasse, dass das nicht in die Zukunft gehen kann. Ist so zum Kotzen. Schon wieder ein verficktes 2-0 verloren. Mann! Die ganzen Scheiß-Fotos, die ich mir gemacht habe, sind alle für den Arsch. Direkt im ersten Spiel. Ich kann jetzt nichts anderes machen, als wieder anfangen zu sagen, ich verliere ab jetzt kein 2-0 mehr. Oh, so eine Scheiße. Und dann wieder so verfickt unglücklich. Ich raste aus. Mann, 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 Mann. So, jetzt konzentrieren. Eigentlich muss ich sagen, fast so spielen wie gerade eben. Noch besser in der Abwehr stehen. Aber der Gegner hat das so gut gemacht im Angriff. Es war so schwer gegen ihn zu verteidigen. Ich muss es halt einfach so sagen, wie es ist. Aubameyang 1-0. So, jetzt scheiß drauf. Und meinen ganzen Frust hier rausballern in dem Spiel. Schönes Lackertor mit Aubameyang. Was soll's? Ist mir scheißegal. Wir gewinnen jetzt alle 13 Spiele noch, weil ich keinen Bock mehr habe zu verlieren. Scheißegal, ob ich 1-0 für 2-0, 3-0 oder 10-0. Wir gewinnen jedes Spiel. Wenn ich 5-0 hinten, die gewinne ich trotzdem noch. Punkt. So, 1-0, das Spiel ist gewonnen. Jetzt noch besser verteidigen als die ersten Sekunden. Noch besser angreifen als die ersten Sekunden. Jetzt auch rausgespielte Tore machen. Nicht nur gelackt. Der andere Spieler hat so gut angegriffen. Das geht mir so auf den Sack, dass ich dagegen so wenig machen konnte. Das regt mich auch immer noch auf, aber es ist egal. Wir führen jetzt hier, wir gewinnen jetzt das Spiel. Dieser scheiß Schiri sieht leider viel zu ähnlich mit den Feldspielern des Gegners. Das geht ein bisschen auf den Sack. Aber egal, jetzt machen wir das 2-0. Come on. Schön mit Bender hier, okay. Dann legt Bender jetzt ab. Wir machen das 2-0 mit zu, weil er eigentlich gefoult wird. Toprak kommt ran, sehr schön. Oh, dann hat es leider zu lange gedauert. Oh, aber es brennt beim Gegner. Der macht sich so in die Hose, ich merke das doch. Macht sich so krass in die Hose. Es brennt so gewaltig bei ihm. Oh, schön verschätzt von Piszczek. Hat er gedacht, dass er mich so einfach austricksen kann? Dann hat er sich geirrt. Nicht mit mir, nicht mit dem Papa. Ist es hier gerade Bender, der rennt? Ach, warum abseits? Okay, aber schön, dass Bender hier sogar noch Laufduelle gewinnt. Egal, war nicht gut verteidigt von mir, muss ich zugeben. Wir schießen jetzt einfach das 2-1 und gewinnt das Spiel. Wäre auch geil, mal wieder ein Spiel zu Null zu spielen, muss ich zugeben. Und mal nicht wieder so viel labern.
interessant, dass der nicht reingeht von der Range. Hat er eigentlich eine ziemlich gute Diagonale da gehabt, die er schießen konnte. Und! Oh, den hätte sich schön hinten reingelegt dabei. Schade, gute Parade von Hart. Oh, Toprak macht irgendeinen ganz vogelwilden Volleyball und knallt ihn sogar noch ans Alu rein. Schade, aber das war gerade unser 2-1. Wir merken, wir sind deutlich besser als der Gegner. Und das münzen wir jetzt noch in Tore um. Hat die auch schöne Stellungsfehler immer. Oh, zweiter Alu-Treffer, okay, macht nichts. Nächste Ball ist drinne. Frage ich aber auch manchmal, denke ich, dass Schiri ein Spieler von ihm ist. Hat er leider gut gesehen, aber hat ihn überhaupt nichts gebracht. Na also, schön rausgespielt, 2-1, absolut verdient. Komm, und der hat Bock, Arangis. Der will einfach jetzt das dritte Tor schießen. Ist ihm scheißegal, dass noch mega viel Zeit ist. Normalerweise macht man das immer nur, wenn man aufholen will und es nicht mehr so viel Zeit ist. Aber wir führen, es ist noch viel Zeit, scheiß drauf. Er will noch Buden schießen, er macht jetzt noch 1-2 hier im Spiel, ich merke das. Come on, baby, let it rain, one time, please. Sterling, bisschen Pace. Ja, man ist da. Oh, das Tor war quasi leer. Glück gehabt, dass er da vorbeizielt. Wir haben auch nicht verdient gewesen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt schon 2 Alu-Treffer. Das hat er ein bisschen spät antizipiert. Da habe ich ein Glück, dass er das nicht eher macht. So. Oh, knapp. Aber ich hatte Angst, dass ich nicht mehr die Zeit habe, den Ball anzunehmen. Deswegen habe ich ihn direkt Volley geschossen. Ich glaube, Aubameyang hat auch keinen so schlechten Volley-Schuss. Hat er schon die ganze Zeit 3 Stürmer davon? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, Benders da. Sowas hat komischerweise nicht geklappt gegen den Spieler davor, der auch immer den, oder der auch gerne mal den Berberspin gemacht hat. Da war irgendwie kein zweiter Spieler da. Was ist denn mit den defensiven Spieler los in dem Spiel? Jetzt ist es Skinder, der ja losrennt. Den habe ich noch niemand in den Lauf geschickt. Was, war das kein Foul? Aubameyang eigentlich einen guten Passwert, weiß ich gerade gar nicht. Hätte ich auch mal einfach mal von Aubameyang mir die Werte anschauen sollen. Das war ja wunderbar. Ich glaube, Hector rennt da einfach weg, was er nicht soll. Was jetzt? Antonio. Schon irgendwie interessant, dass es jetzt hier mit besseren, deutlich besseren Teams irgendwie beschissener läuft in der Weekend League als in der letzten Weekend League, wo es eigentlich auch schon scheiße lief, wir schlechtere Teams hatten. Also sind da deutlich bessere Spieler. Wenn jetzt hier auch noch der Gegner gewinnt, dann ist mein Glauben an das Spiel verloren. Also sorry, aber ich kann nicht auch jedes Mal in dem Spiel, wo ich besser bin, selbst im letzten Spiel war ich in der ersten Hälfte eigentlich besser, gerade auch was Abschluss anging, was Chancen anging, als der Gegner und hab dann noch verloren, obwohl ich 2-0 geführt habe. Also es kann nicht sein, dass ich jedes Mal als vermeintlich besserer hier verliert, das daran glaube ich nicht mehr, deswegen gewinnen wir jetzt einfach jedes Spiel. Wenn ich besser bin, gewinne ich, weil ich besser bin. Wenn ich schlechter bin, gewinne ich, weil ich Glück habe. Ganz einfach, so läuft das bei mir, so spiele ich Fußball. Und vielleicht sollte ich mal weniger Scheiße labern, damit ich keine Konzentrationsfehler mache, weil das war gerade fehlende Konzentration. So, deswegen Scheiße labern, wenn man ein Tor geschossen hat oder so, oder eins fängt oder wie auch immer, aber nicht die ganze Zeit. Super knapp. Ich habe übrigens normalen Pass gespielt, der macht von alleine einen Laufpass. Aber hätte ja auch fast geklappt.
ich muss eher spielen. Ich muss ein aggressives Draufrennen besser ausnutzen. Ist jetzt auch irgendwie ungeduldig, habe ich das Gefühl. Also verteidigt es damit auch schlechter. Muss ich ausnutzen. Ja, mit wem rennt er denn jetzt bitteschön auf mich drauf? Hä? Schon gemacht. Hier komplette Lücke. 11 Meter, aber vom Allerfeinsten. Das ist eigentlich auch rot, ne? Und der Gegner bricht direkt ab. Ich habe ja gesagt, obwohl ich noch einen Druck Vorsprung hatte, habe ich den Gegner einfach mit meiner Spielart so kaputt gemacht im Kopf, dass er jetzt direkt Scheiße gebaut hat und dann abbricht, damit er wahrscheinlich hat er Angst gehabt vor einer roten Karte und hat deswegen dann jetzt einfach rausgegangen aus dem Spiel, damit er halt die rote Karte nicht frisst und der Spieler nicht fehlt. Egal, wir haben gewonnen. Genauso wollte ich das so. Jetzt mache ich noch eine Aufnahme, gewinne da auch die 2 Spiele, weil ich gewinne jetzt die restlichen 12 Spiele noch. Punkt. Aus. Bums aus Nikolaus. Und dementsprechend bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.